Ich muss lachen. Ich muss lachen, weil ich immer wieder überrascht werde in manchen Hotels, wenn ich so ankomme. Und das ist in diesem Hotel. Ich bin im Marriott Hotel in Tokio angekommen. Und wirklich, ich habe wirklich keine Worte zu den Aktionen und zu den Dingen, die man als Gast in Hotels immer wieder erfährt. Und der Hon erfährt ja Dinge, wo ich immer sage, dass das überhaupt möglich ist, hätte ich wirklich in keinster Weise gedacht. Und dieses Marriott hier in Tokio ist auf Dinge gekommen, ich sag nur Club Lounge, da schlackert ihr mit den Ohren, wenn ich euch das erzähle und vor allen Dingen euch auch noch die Bilder zeigen kann. Das ist ein Irrsinn. Fangen wir doch erstmal mit diesen zwei Fakten an, die ich da in der Hand halte. Fakt Nummer 1. Da bin ich also angekommen in diesem Marriott Hotel und es war so, glaube ich, 14:30 Uhr, also ein bisschen früher. Und die hatten also schon das Zimmer fertig. Aber ich habe ja gerade bei diesem Marriott das Problem gehabt, dass ich also an diese Rezeption komme und dem dann also gesagt habe, pass mal auf, ich habe hier Probleme mit Ihrem Hotel und darüber müssen wir sprechen. Da komme ich sofort zu. Kommen wir doch erstmal zu einer, ja, lustigen Geschichte, die immer wieder einen überrascht. Also mich persönlich wirklich überrascht. Habe ich immer gar kein Wort für, wie das überhaupt möglich ist. Ich war ja früh schon da, dann habe ich also immer draußen an meiner Tür, das ist egal, wann ich das mache, es sei denn, ich will, dass die hineinkommen und mir die Dinge dementsprechend für einen Turndown-Service klar machen. Aber in diesem Falle, in diesem Hotel, da ist viel Verkehr, vor allen Dingen sicherheitstechnisch wirklich relevant, denn hier kann jeder bis zu den Zimmern kommen und auch dann relativ schnell in die Zimmer. Also von der Seite mache ich dann also das Fernsehen an und ich mache dann lauter, sodass man auf jeden Fall hört, da ist jemand im Zimmer und draußen mache ich also dieses Bitte nicht stören dran. Und dann bin ich weg und dann haben die mir so ein Zettelchen reingelegt und eine Nachricht aufs Telefon hier gegeben. Ich wäre nicht da gewesen, also ich hätte nicht stören und deswegen wollen sie nicht stören. Das Ambassador-Team. Welcome to Tokyo, Marriott. Guck, ich muss schon wieder lachen. Steht drin, dass also sie uns, beziehungsweise mir persönlich, ein warmes Willkommen wünschen. Das Ambassador Service Team von Tokyo Marriott General Manager. Ich meine, das ist ein Japaner. Ne? Also, sagen wir mal, so einigermaßen nennen wir ihn mal Japaner. Und dann habe ich unten angerufen und dann kam innerhalb von einer Viertelstunde wirklich ein junges, sehr freundliches Mädchen, eine Mitarbeiterin, aber es war wie ein Mädchen. Die stand dann vor der Tür und sagte, sie ist vom Ambassador Service und sie möchte mir ganz gerne mein Willkommensgift überreichen, weil ich hatte ja die Tür geschlossen. Und jetzt guckt euch doch mal bitte an. Ich meine, auf diesem Tablett, dazu dann eben diese Karte. Und jetzt geben die mir sowas. Seht ihr das? Seht ihr, was das ist? Das sind diese Betthupferl, die du in jedem billigen Ibis-Hotel bekommst. Auch natürlich in Marriott. Die liegen dann da nachts, wenn sie das Ding machen, also Turndown-Service machen, legen sie dir so einen Schoki hin. Und das andere Ding ist genau das gleiche. Also das heißt, das muss man sich dann so vorstellen. Ne? Das stellt man dann da drauf und so steht das dann am Bett. Das soll mein Welcome-Gift sein. Also mal ehrlich, also man möchte's den gerade überschütten. Also da kann man auch sauer werden. Also erstmal habe ich natürlich gelacht. Ich habe dann, der hat dann da gestanden und da musste ich lachen. Da war sie natürlich verunsichert, weil ich dachte, wie soll ich darauf reagieren? Also nicht ein Gläschen Wein, Champagner, irgendetwas Gutes. Also man will mir nichts Gutes tun, sondern man will mir im Endeffekt etwas geben, was dann nichts kostet. Ambassador! Ich meine, wenn das ein Goldmember kriegt, dann würde ich auch erschrecken. Aber als Ambassador? Ich sage, es ging mit diesem Hotel eigentlich schon recht früh mit Problemen los. So, und dann habe ich mir mal diese Zimmereinrichtung angeguckt. Da haben sie dann so weiße Geschichten ausgetauscht. Das heißt, das haben sie erneuert. Und dann haben sie das als renovated verkauft. Also unter dem Motto, sie haben die Zimmer completely renovated. Komplett renoviert. Und dadurch verkaufen sie sie teurer. Ich meine, eine Übernachtung hier kostet ab 350 Euro. Ich hab dann keine Worte. Ernsthaft. So, und wenn man sich dann diesen Bügelmann anschaut. Jetzt guckt ihr doch mal diesen abgenutzten Bügel an. Ich meine, der ist auch mindestens schon 10 Jahre alt. Den haben die, ja, und da habe ich dann gefragt, das Hotel ist schon über 10 Jahre alt. Das ist also ein Bügel der ersten Generation. Dann würde ich sagen, das ist auch die letzte Generation, weil
hier zu übernachten. Und da möchte ich gleich noch vorweggeben, die Lautstärke dieses Hotels ist unfassbar. Direkt an einer Bahn. Und dann war ich bei der Rezeption, jetzt kommen wir einfach mal zum Check-in. Ich bin dann also da unten angekommen und habe dann also gesagt, ich möchte eigentlich ganz gerne mit der leitenden Person sprechen. Und irgendwie war das der Assistent der leitenden Person. Und da hat er erstmal versucht, mich ein bisschen runterzuholen von dieser Geschichte. Ich komme dazu. Und dann hat er, nachdem wir das alles so bequasselt haben, ist er dann hin und hat dann gesagt, ja, ich gebe Ihnen mal lieber, weil ich gefragt habe, wie sieht es mit einer Suite aus? Er sagte, wir haben nur 4. Wir haben nur 4 Suiten und deswegen, die sind alle ausgebucht. Und deswegen gebe ich Ihnen ein Deluxe Room, also ein Upgrade in das beste Zimmer, was wir da haben. Und dann gebe ich Ihnen das mal lieber auf die andere Seite, weil da ist die Bahn nicht so laut. Guck mal. Also das wissen die. Das heißt, sie haben also eine ganze Geschichte auf der anderen Seite, wo also hunderte von Hotelgästen nicht schlafen können, weil die Bahn so laut ist. Und von morgens 4 Uhr bis nachts um 1 Uhr durchgehend alle 10 Sekunden eine Bahn fährt. Wir sind in Japan, Tokio. Hier ist richtig Betrieb. Auf jeden Fall, es ist so unglaublich laut, dass man denkt, das kann nicht wahr sein. So, ich bin jetzt auf der Rückseite und höre es trotzdem. Weil dieses Ding hier natürlich so gebaut ist, dass dann der Schall immer noch ein bisschen herkommt. Aber es ist natürlich kein Vergleich, ich war drüben in den Zimmern. Das ist ja albtraumtechnisch. Da wäre ich sofort ausgezogen. Ernsthaft, wäre ich sofort ausgezogen, das kommt auf keinen Fall in Frage. Dann wäre ich wieder zurück ins Ritz-Carlton und hätte 2000 Euro die Nacht bezahlt. Aber diese Geschichte hätte ich nicht gemacht. So, nun kam ich hierher, das Zimmer war in Ordnung. Es war einigermaßen sauber. Und so habe ich dann gesagt, ich bleibe. So, jetzt kommen wir zu diesem Thema, was ich ja gesagt habe mit dem Check-in. Das Problem bei diesem Marriott Hotel. Denn das Marriott Hotel ist hingegangen, so frech, und hat mir, bevor, also ich habe gebucht, reserviert, und dann hatte ich noch 4 Tage Zeit zum Wechsel. Ich hätte jederzeit das Hotel stornieren können, und dann sind die hin und haben einfach den Betrag abgebucht. Von der Kreditkarte. Haben den geblockt. Was eine Frechheit. Weil wenn ich jetzt wieder hingehe und sage, ich storniere das, also ich überdachte nicht hier, gehe woanders hin, bleibt der Betrag auf meiner Kreditkarte geblockt. Ich habe dazu ein extra Video gemacht mit dieser Kreditkarte. Gibt's jetzt, das ist jetzt das dritte. Ich habe schon 2 gemacht, Amerika, und jetzt habe ich noch ein drittes für Tokio gemacht. Müsst ihr mal gucken, Kreditkarte, Abzocke mit Kreditkarte in Tokio Marriott. Also es ist wirklich ein eigenes Video, weil es so viele Geschichten beinhaltet, wo man denkt, das kann eigentlich gar nicht wahr sein, was hier alles stattgefunden hat. Und dann habe ich dem das also nochmal erzählt und dann sagte er, er guckt mal ins System, aber er kann in meiner Buchung keine Gutschrift, keinen Block finden. Dann sagt er deutlich, das haben wir nicht gemacht. Guck mal, das ist hochinteressant. Nur Marriott kann das machen, es sei denn, ich weiß nicht, irgendein Geist. Denn ich habe dann sofort meinen Ambassador-Service informiert und habe die gebeten, das zu klären. Und die haben das geklärt und haben mir deutlich zurückgeschrieben, Herr Schröder, das kann nur das Hotel, denn Marriott, auch Bonvoy, wie auch immer, hat ja gar nicht den Zugriff auf meine Kreditkarte. Das heißt, die wissen zwar im System, was ich buche, aber die können jetzt nicht einen Betrag abbuchen vom Buchungssystem von Marriott. Also so ist der Stand der Dinge, das die eine Antwort. Und die andere Antwort dann eben vom Hotel, dann habe ich also mir diese Karte geben lassen und habe also dem nochmal geschrieben deutlich, dass das also nur unmöglich ist und es kommt nicht in Frage, dass wenn ich hier auschecke, dass ich das nochmal abbuchen lasse, weil das fehlt mir nachher auf der Karte und nachher muss ich mein Geld hinterherrennen. Das kommt nicht in Frage. Also habe ich ihm gesagt, er muss das klären, hat er dann auch geantwortet. Ja, Herr Schröder, ich kläre das und hoffe, dass wir das also dementsprechend hinkriegen. Ja, ich hoffe das auch, weil ich bleibe jetzt dran. Ich werde jetzt also ja gleich, wenn ich jetzt nochmal in die Stadt gehe, letzter Tag hier in Tokio, werde ich also nochmal schön Sushi essen und dann werde ich den da unten nochmal auf die Füße treten. So, dann kommen wir mal zu dem Hotel, was die sich hier alles noch einfallen lassen. Nochmal abgesehen davon, dass sie mir also Geld abgebucht haben, was ihnen gar nicht zusteht, unberechtigterweise, unerlaubt, unautorisiert. Ich habe also dann, das war das einzige nettes Upgrade, ich habe also die ruhige Seite, das Bett ist in Ordnung, man kann hier schlafen, das ist alles eine billige Business-Einrichtung. Ich sage ja, renoviert ist lächerlich, ist eine Frechheit. Aber ich habe auch eine Nespresso-Maschine, das sind also die Grunddinge für Business Traveler sind hier gegeben, absolut, 22. Stock, bisschen netter View, aber eigentlich auf dem Bürogebäude und dadurch ist auch dieser Schalleffekt wahrscheinlich da. Und diese Fenster sind so dünn, das sind diese klassischen, das kennt ihr sicherlich, wenn man so in Urlaubhotels ist, diese dünnen Fenster, die man so hin und her schieben kann, da ist nichts, ist eine dünne Scheibe und alles ist, also rechts und links lässt alles rein. Und von der Seite hätte, weil es ja fast eigentlich ein Airport-Hotel, so würden sie es jetzt normalerweise verkaufen, weil es einmal Nähe an der Train Station hat, aber auch sehr nah ist zum Haneda Airport,
hätten Sie hier unbedingt dicke, wenn Sie schon renovieren, dicke Fenster einbauen müssen, dann wäre das in Ordnung gewesen. Aber das haben Sie nicht gemacht und von der Seite ist eine Unverschämtheit, was die also hier treiben. Und die nächste Unverschämtheit, die Sie dann eben angeboten haben, ist, ich habe hier freien Zugang in die Club Lounge, die allerdings oben im höchsten Stockwerk, ich glaube 28. Stock ist. Und das ist ja, sagen wir mal, grundsätzlich eine schöne Geschichte. Auch die ist auch in Ordnung, man hat einen schönen Ausblick und es ist getränketechnisch alles da, was man möchte. Sie machen also ab 17 Uhr einen kleinen Snack mit warmen und kalten Geschichten. Es gibt Popcorn und so. Also nichts Überwältigendes, klassisches Marriott Business Time. Und dann haben Sie nette Filipino-Mitarbeiter, die also da natürlich dafür sorgen, dass wir uns da wohlfühlen. Aber jetzt haben die auf dem Tisch eine Zeit stehen, 60 Minuten, und dann möchten Sie doch bitten, dass man den Tisch verlässt und dann eben nach draußen geht und dann anderen Gästen die Lounge zur Verfügung stellt. Jetzt müsst ihr mal vorstellen, auf diese perfide Idee sind die hier, diesem Marriott, gekommen. Indem man also hingeht und sagt, ich komme in diese Club Lounge und dann möchte ich was trinken, was essen, 60 Minuten Zeit und dann muss ich die Club Lounge verlassen. Das ist die Idee dahinter. Das ist eine Sparmaßnahme, weil sie eine zu kleine Lounge haben und sie ja dann, sie hätten was einfallen lassen müssen. Und das haben sie. Sie haben eine Sparmaßnahme sich einfallen lassen und gesagt, 60 Minuten haben sie Zeit, die Lounge eben was zu essen. Da musst du also reinhauen, sonst schaffst du das mit der Zeit gar nicht und schnell trinken und dann kannst du die Lounge wieder verlassen. Also das ist schon eine Frechheit. Also ich habe mich auch hier bei Marriott beschwert, habe gesagt, das ist ein unmöglicher Zustand, das geht überhaupt nicht. Habe also die Fakten fotografiert und so und habe das dann fertig gemacht. Natürlich bei TikTok haben auch Videos gemacht, die Reaktion war natürlich enorm. Unter dem Motto, was die sich alles einfallen lassen. Ich finde es wirklich unverschämt, dass sich Hotels in so einer Weise an uns vergehen. Das ist ja sowas. Weil, jetzt mal ehrlich, ich meine, das ist eine Frechheit. Das ist unverschämt. Man kann uns kein Zeitlimit setzen. Es reicht ja schon, dass die Lounge sowieso nur eine gewisse Zeit offen hat und dann auch der Service auch nur eine gewisse Zeit an Speisen und Getränken ist. Das reicht ja schon. Aber zu sagen, wenn Sie in die Lounge kommen, dann haben Sie 60 Minuten Zeit und dann müssen Sie anschließend wieder gehen. Ich glaube, es hakt. Also darauf hätte ich es ja ankommen lassen. Ich hätte mich dann 2 Stunden dahingesetzt und wenn einer gekommen wäre und hätte gesagt, Sie müssen jetzt den Tisch verlassen, Sie müssen in die Lounge gehen, dann hätte ich aber ganz klar was erzählt. Jetzt habe ich keinen Bock gehabt, mich da erstmal anzulegen und zweitens diese Geschichte zu machen. Ich finde es aber unverschämt, deswegen habe ich es aufgenommen und habe das jetzt hier auch in der Review auch beschwert und ich hoffe, dass das andere, die das tun, die das sehen und fotografieren und genauso beschweren und eben mitteilen, was für eine Unverschämtheit sich hier Marriott einfallen lässt, hier in Tokio sowas zu machen. Dieses Hotel würde ich nie wieder betreten. Allein schon deswegen, allein schon wegen der Abbuchung und weil es eben eine unmögliche Geschichte ist. Hier kann man nicht übernachten, hier kann man schlecht schlafen. Das ist keine gute Geschichte, die einen erfreut. Da gebe ich dir wirklich, da gebe ich lieber etwas mehr Geld aus, bevor ich in so eine Kaschemme gehe. Ist eine Kaschemme. Das können Sie, weiß nicht, in Indien hinpacken und so. Naja, und dann auch da, das Einzige, was hier interessant positiv ist, ist das Frühstück, weil es ist erstmal riesig, dann unten in der Lobby, das ist nett gemacht. Da kann man recht frisch essen, haben japanisches Essen, sie haben internationale Küche, sie haben Croissants, die also wirklich gut schmecken. Und sie machen eben, ich sag mal, wirklich ein recht gutes Food. Also das liegt wahrscheinlich daran, dass die Küche, also in der Küche, und so habe ich das jetzt mal eingeteilt, in der Küche arbeiten wirklich Japaner, das kann man sehen, die sprechen auch nur Japanisch. Natürlich auch gefragt. Dann sind im Servicebereich, also für die Tischeinteilung und für das ganze Ding, sind also Inder, Pakistani zuständig. Dann haben Sie noch Chinesen, die anschließend die Tische sauber machen. Das sind also die chinesischen Mädels, die also überall da rumlaufen. Ching-Chang-Chong-Chong. Und es gibt eben noch Nepalesen, die da sind, die also auch wahrscheinlich für ein günstiges Geld hier arbeiten. Und gemixt eben mit Russen, ne? Also das ist ja bei den Top-Hotels. Die haben sich dann eben diese Russen noch geholt, weil die ja hier und auch in Dubai die Möglichkeit überhaupt haben zu arbeiten. In anderen Ländern dürfen die gar nicht momentan gehen, weil es ist eben extrem kompliziert. So, ich sag mal, ist das Frühstück hier in dem Marriott Hotel akzeptabel und es funktioniert. Also, da konnte ich jetzt nichts sagen. Aber ich meine grundsätzlich das ganze Thema, was hier so stattfindet und wie die sich haben jetzt wieder mal gezeigt in einer noch neuen perfiden Art. Und ich habe da eben keine anderen Worte für als wirklich unverschämt und dass man eben diese Hotels auch meiden muss. Ich noch mal ganz deutlich werde also diese Art von Hotel meiden. So, was jetzt eben noch nicht, was ich noch nicht sagen kann, ist eben, was ist jetzt rausgekommen aus dieser, ja, Kreditkartenabzocke, die hier stattgefunden hat. Da bin ich also gespannt. Ich hoffe, dass ich das noch dementsprechend als Information kriege. Ich werde dann versuchen, es in die Kommentare mit reinzuschreiben, sodass, wenn ihr mal unten in die Kommentare guckt, wo ihr auch eure Sachen reinschreibt, da werde ich dann versuchen, wenn das Video da ist, rauszukriegen, wenn bis dahin feststeht,
was da vorgefallen ist. Denn ich lasse da auf keinen Fall locker. Ich will es auf jeden Fall wissen und versuche es dann da unten reinzuschreiben. Ja, ansonsten gibt es ein Gym. Es gibt also kein Pool oder so. Das ist alles, ich sage mal, wirklich Business. Und hier übernachtet man, wenn man noch eine Nacht vorm Abflug ist. Das habe ich ja auch gemacht. Eine Nacht vorm Abflug und dann geht es ja auch los und deswegen dann früh raus. Aber dennoch, 350, 450, 500 Euro für eine Nacht fürs einfachste Zimmer ist ein absolutes Was. Genau, ein No-Go. Und jetzt kommt noch eine Roomtour. I am in love and it's my fault. Sometimes I feel that I'm dreaming when I can feel you so close. You're in my head, dirt on my thoughts. I wanna stay calm until I can get your love. I am in love and it's my fault. Sometimes I feel that I'm dreaming when I can feel you so close. You're in my head, dirt on my thoughts. I wanna stay calm until I can get your love.
sexy